Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stimme des Gläubigen, ein Teil der Bibelbaptistenbewegung. Wir sind Baptisten. Das ist nicht irgendein YouTube-Kanal, das ist ein YouTube-Kanal, der dir die Wahrheit zeigen soll. Heute eines meiner wichtigsten Themen, und zwar die zwei Ströme oder eigentlich auch der wahre und der falsche Strom von der biblischen Manuskripten, Belege oder Wissenschaft, wie man denn auch immer sagen möchte. Wir beschäftigen uns sehr stark mit der Bibel als bibelgläubige Baptisten und wir haben Gottes Wort nicht verfälscht. Wie uns ist es wichtig, dass man das reine Wort Gottes bekommt, wie auch reine Lehre. Bereits bei Paulus ist das ein großes Problem gewesen. Wir haben Paulus, der sagt in 2. Korinther 2, Vers 17, denn wir sind nicht wie etliche viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern als aus Leiter kalt, als aus vor Gott reden wir in Christo. Und so, er sagte, dass eigentlich Gottes Wort wird verfälscht. Und natürlich hat er vom Neuen Testament gesprochen. Und wir müssen eines verstehen, und das ist, dass Gottes Wort tatsächlich bewahrt wird. Die Bibel sagt in Psalm 12, Vers 7 und 8, die Rede des Herrn ist durchläutet, Silber im irdenen Tiegel bewährt siebenmal. Du, Herr, wollest sie bewahren und sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Und so das steht in Psalm 12, 7 und 8. Und so Jesus Christus oder Gott hat uns verheißen, dass er sein Wort bewahren wird. Und so was wir haben, und ich mache das in Rot, der falsche Strom und der richtige Strom in Schwarz. Wir haben zwei Ströme. Und so wir haben einen Strom, und ich mache das so hoch, der kommt eigentlich aus Rom beziehungsweise Ägypten. Es gibt auch Menschen, die reden von Familien, ja, zum Beispiel die westliche, die römische und die östliche oder die byzantinische Familie. Ja, das ist verschiedene Namen. Und so, ich sage, es gibt einen Strom, der kommt aus Rom. Wir haben einen zweiten Strom, und das ist, wie ich schon gesagt habe, eigentlich der richtige Strom. Und das ist der antiochische oder auch byzantinische Strom. Byzantinisch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir zwei Ströme haben. Und natürlicherweise, wir haben in diesem antiochischen Strom, oder lasst uns vielleicht das ein bisschen größer machen, beides, so damit ich hier reinschreiben kann, wir haben hier einen Strom und wir haben hier einen Strom. Und so, wir haben in diesem Strom, die gerade vom Neuen Testament, und wir beschränken uns ganz bewusst auf das Neue Testament, die Briefe zum Beispiel von Paulus oder natürlich auch, was Johannes geschrieben hat oder Lukas und so weiter. Ja, also das Neue, wir tun das abkürzen, das Neue Testament. Und das Neue Testament wurde geschrieben. Und das sind die, was man nennt, die Urtexte, die originalen Manuskripten. Man muss eines verstehen, dass diese Briefe geschickt wurden an diese Gemeinden und, was ganz logisch und normal ist, irgendwann, sie waren weg, sie wurden nicht mehr, sie wurden kopiert. Und so, Gott arbeitet mit sogenannten Abschriften oder Kopien. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann ist das falsch? Natürlich nicht. Weil Timotheus, Paulus sagte, weil du von Jugend auf die Schrift kennst. Ja, also natürlich hat er nicht die Tora, die originalen Tora von Mose bekommen, sondern Abschriften. Das in der, ist nicht so ein Problem. Heute sagt man, ja, aber Abschriften können verfälscht sein. Ja, können sie, wenn man nicht akkurat arbeitet. Das hatten aber diese wohlwissend schon richtig gemacht. Aber wir haben schon da Menschen, die Gottes Wort verfälschten. Und so ganz interessant, wir haben ganz am Anfang zwei Menschen, einer hieß Origenes und der andere heißt Hieronymus. Und Hieronymus machte die lateinische Vulgata.
Und das ist ganz wichtig, die lateinische Vulgate, die verfälschte. Weil es gibt auch eine alte Vulgata, eine alte Vulgata, eine alte Vulgata in Latein. Die wurde ungefähr in 150 nach Christus gemacht. Anhand der wahren Bibel. Natürlich war Lateinisch die Weltsprache. Was war sie zuerst? Die biblische Sprache war Griechisch. Dann wurde es Lateinisch. Interessanterweise haben wir hier Ableger in Gotisch. Auch Gotisch war weit verbreitet, weil die Goten viele Länder einnahmen von dem Rom. Da wurde es verbreitet. Auf der anderen Seite haben wir Origenes und wir hatten Hieronymus. Und was sind das für Menschen? Die kamen auf. Er in etwa 187 nach Christus und er ungefähr in 340. So, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Origenes war verantwortlich, um Gottes Wort in Alexandrien zu verfälschen. Und was wir hier sehen in Alexandrien, es ist ein Kodex. Und diesen Kodex nennt man Alexandrinus. Alexandrinus. Natürlich, wir haben über Konstantin in 325 nach Christus, der Rom, und dadurch haben wir die katholische Kirche und natürlich, wir haben auch den sogenannten Vatikanus und natürlich Sinaiticus. Sinaiticus. Und das sind diese drei Kodexe, die gemacht wurden, und Gottes Wort verfälscht haben. Das sind die ältesten Manuskripte, die heute noch zur Verfügung sind. Das hier, und ich mache das mal in blau, das gibt es nicht mehr, die Originalen. Diese Vulgata gibt es leider auch nicht mehr. Aber sie wurden kopiert. Und was wir finden, sind, und das ist wichtig zu verstehen, dieses Byzantinische Reich, das hat existiert bis etwa 1483 nach Christus. Und so, wir haben hier über die Waldenser, und das ist ganz wichtig, die Waldenser hatten zu dem richtigen lateinischen Text hatten sie die Möglichkeit bekommen, Gottes Wort zu übersetzen. Es war ganz wichtig, den Peter Waldo, um Gottes Wort in all die Sprachen, die es gibt, zu übersetzen. So, er war eigentlich die Waldenser, und das waren halt die Baptisten, waren verantwortlich, dass Gottes Wort bewahrt wurde. Und hier haben wir einen Mann, der nennt sich Erasmus. Und Erasmus fand mit anderen Leuten ca. 5000 Manuskripte und das nennt sich auch der Textus Receptus. Textus Receptus. Und der Textus Receptus, da sind mehrere Menschen involviert, Erasmus, Elsevier, Stephanus, Beza. Und diese Menschen haben gefunden, dass das eigentlich das ist, was die Gemeinde benutzt hatte. Mit Papyri. Ganz billiges Material, was auch sehr fragil war, gut auseinanderbrach. Diese Menschen haben ihre Bibeln geschrieben auf Vellum. Sehr teurem Material. Und eigentlich waren es Unzialen. Und das heißt, alle waren groß geschrieben, alle Wörter waren aneinander. Was natürlich falsch ist, wie kann man sowas gut lesen? Und so Erasmus war dafür verantwortlich, dass schlussendlich die Bibel übersetzt wurde in die richtige. Und was, hier, was wir hier entdecken in Bibeln wie zum Beispiel Luther 1545 und das Monarch, der Monarch aller Bücher, die Weltsprache, die war immer, Gott hat immer einen Standard gesetzt. Hier war es natürlich die Originalen, dann war es die lateinische Vulgata und dann hier war es die King James Version of 1611, das ist das Monarch, das ist der Standard die letzten 400 Jahre oder länger als 400 Jahre und das ist gemacht worden aufgrund von 5000 Manuskripten. Wir haben natürlich den falschen Strom und hier haben wir von diesem entstand schlussendlich die Einheitsübersetzung. Die Elberfelder Bibel, die Gute Nachricht, lustigerweise auch die Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas,
Und diese Bibeln wurden in Hunderten und Tausenden Stellen verfälscht. Es wurde natürlich Gottes Wort verfälscht über die jungfräuliche Geburt, über das Blut von Jesus Christus. Und auf unserer Webseite www.stimmedesgläubigen.de könnt ihr eine ganze Liste downloaden Stellen, die in diesen Bibeln verfälscht wurden. Und so, du solltest wissen als Zuhörer, du solltest keine so eine Bibel haben. Es raubt dir deinen Glauben, es raubt dir alles, was du dir denken kannst. Diese Bibel, zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 14 steht, du hast sie erlöst durch dein Blut. Und so das durch dein Blut wird weggelassen. Wir haben eine Stelle in 1. Timotheus 3, 16, wo steht geschrieben, Gott ist offenbart im Fleisch. Gott wurde verwechselt in er. Und so steht nur noch er. Das heißt, es wird die Gottheit von Jesus Christus angegriffen. Was wir wissen, mögen die Zeugen Jehovas. Und so, das ist ein ganz kleiner Überblick. Wir werden mehr auf der Webseite sehen über Manuskriptenbeweis. Ich werde auch immer mehr über diese Texte reden. Wichtig zu verstehen, Gott hat nie über Ägypten sein Wort bewahrt. Ägypten, er hat seinen Sohn rausgerufen aus Ägypten. Er hat niemals, fand er es gut, Ägypten. Gott hat nie seine Hand gelegt auf Rom. Rom ist die Hure Babel und Römer, Offenbarung 17 und 18. Und das Letzte, was ganz wichtig ist, Sinaiticus wurde auch gefunden in Ägypten. Und zwar von einem Mann, der hieß Tischendorf, bei Mönchen in einem Kloster, katholisch, wo die Menschen, diese Mönche, haben das weggeworfen und haben das eigentlich nur genützt, um ihren Ofen anzufeuern. Und so etwas fand Tischendorf und fand das die große Entdeckung. Natürlich sind das die ältesten Manuskripte, weil sie von der wahren Gemeinde nie benutzt wurde. Die wahre Gemeinde konnte nie darauf zugreifen, weil sie waren weggesperrt. Also die wahre Gemeinde, die Waldenser, Erasmus, Luther, die King James Übersetzer haben die wahre Bibel genommen, die wahren Manuskripte. Und ich kann nur empfehlen, nimm die Luther, die alte Luther-Bibel. Komm auf uns zu, wenn du Fragen hast. Wir sind eine Bibelbaptistenbewegung. Es gibt noch gute Gemeinden in Polheim, die Bibelbaptistengemeinde, die die wahre Lehre lehrt und die von dem byzantinisch-antiochischen Teil kommt. Natürlich unsere Gemeinde in Steinhausen-Fürmoos, die bibelgläubige Baptistengemeinde. Auch in Österreich gibt es eine Gemeinde, die Volksmission Bludenz. Ich kann dir nur empfehlen, such dir eine wahre Gemeinde und wenn du Hilfe brauchst, komm auf uns zu. Prediger@stimmedesgläubigen.de. Wir werden dir gerne helfen.